Ich wollte wie Orpheus singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen durch seinen Gesang. Wilde Tiere scharten sich friedlich um ihn her, wenn er über die Seiten strich, schwieg der Wind und das Meer. Meine Lieder, die klingen nach Wein und meine Stimme nach Rauch. Mag mein Name nicht Orpheus sein, mein Name gefällt mir auch. Meine Lyra, die trag ich hin, bring sie ins Pfandleihhaus. Wenn ich wieder bei Kasse bin, löse ich sie wieder aus. Meine Lieder sing ich dir von Liebe und von Ewigkeit. Und zum Dank teilst du mit mir meine Mittelmäßigkeit. Kein Fels ist zu mir gekommen, mich zu hören kein mehr. Aber ich habe dich gewonnen, und was will ich noch mehr? Kein Fels ist zu mir gekommen, mich zu hören kein mehr. Aber ich habe dich gewonnen, und was will ich noch mehr? Es rappelt am Briefschlitz, es ist Viertel nach sieben. Wohl mal es in der Welt sind meine Latschen geblieben. Und am Kopfkissen nicht und auch nicht im Papierkorb. Dabei könnte ich schwören, die waren gestern noch dort. Also dann eben nicht, dann geh ich halt barfuß. Meine Brille ist auch weg, liegt sicher im Abfluss der Badewanne wie immer. Nun, ich sehe auch gut ohne, und die Brille hält länger, wenn ich sie etwas schone. So tapp ich zum Briefschlitz durch den Flur unwegsam, falle über meinen Dackel auf ein Telegramm. Ich lese es im Aufstehen mit verklärter Miene. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. La 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 la. Noch 6,5 Stunden, jetzt ist es 7:30. Vor allen Dingen ruhig Blut und mit System und mit Bedacht. Zunächst einmal anziehen, halt, vorher noch waschen. Da finde ich die Pantoffeln in den Schlafanzugtaschen. Das Telefon klingelt, nein, ich schwöre, falsch verbunden. Ich bin ganz bestimmt nicht Alfons Jondraschek. Noch 4,5 Stunden den Mülleimer raustragen, zum Kaufmann gehen, Kopfkissen neu beziehen und Knopf an Hose nähen. Die Decke wechseln, ist ja total zerrissen. Hat wahrscheinlich der kriminelle Dackel auf dem Gewissen. Und wahrscheinlich war der das auch an der Gardine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr, Christine. La 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 la. Zum Aufräumen ist keine Zeit, ich stecke alles in die Truhe. Abwasch, Aschenbecher, Hemden, so, jetzt hab ich Ruhe. Halt, da fällt mir ein, ich hatte ihr ja fest versprochen, an dem Tag, an dem sie wiederkommt, wollte ich ihr etwas kochen. Obwohl ich gar nicht kochen kann, ich will es doch für sie versuchen. Ich hab auch keine Ahnung vom Backen und back ihr trotzdem einen Kuchen. Ein Blick in den Kühlschrank,
drin steht nur mein Wecker. Nochmal runter zum Lebensmittelladen und zum Bäcker. Rein in den Fahrstuhl und Erdgeschoss gedrückt. Der Fahrstuhl bleibt stecken, der Dackel wird verrückt. Nach dreiviertel Stunden befreit man mich aus der Kabine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. La 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 la. Den Dackel anbinden vom Laden, aber mich lassen sie rein. Ich kaufe irgendetwas zu essen und drei Flaschen Wein. Eine Ente dazu, ich koche Ente mit Apfelsinen. Für den Kuchen eine Backform, eine Handvoll Rosinen. Darf für 20 Pfennig mehr sein, im Stück oder in Scheiben. Ist mir gleich, ich hab das Geld vergessen, würden Sie es bitte anschreiben. Ich pack alles in die Tüte, Vorsicht nicht am Henkel anfassen. Sonst reißen die aus. Na, ich werd schon aufpassen. Rabatz vor der Tür, der Dackel hat sich losgerissen und aus purem Übermut einen Polizisten gebissen. Da platzte meine Tüte und es rollt die Lawine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr Christine. La 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 la. Sind Sie der Halter dieses Dackels? Bitte mal Ihre Papiere. Das ist mir besonders peinlich, weil ich Papiere immer verliere. Ich schimpfe, ich weine, ich verhandle und lache. Das kennen wir schon, kommen Sie mit auf die Wache. Um die Zeit müsste die Ente schon seit 10 Minuten braten. Und vielleicht wäre mir der Kuchen ausnahmsweise geraten. Und ich sitze auf der Wache und das ausgerechnet heut. Dabei hab ich mich so unverschämt auf das Wiedersehen gefreut. Vielleicht ist sie schon da und es öffnet ihr keiner. Jetzt ist 20 nach 4, jetzt ist alles im Eimer. Da fällt mein Blick auf den Kalender und da trifft mich der Schlag. Heute ist erst der 12. und Donnerstag. La 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 la. Auf Schloss Hohenhecke zu Niederlar, es hat soeben getagt. Lädt Freiherr Bodo wie jedes Jahr zur Diplomatenjagd. Durch Wälder und Auen auf haarige Sauen, in Wiesen und Büschen den Hirsch zu erwischen. Die hat Freiherr Bodo für teures Geld am Vorabend selber hier aufgestellt. Es herein in Wald und in Flur das diplomatische Korps. Die Ritter vom Orden der Konjunktur, zwei Generäle zuvor. Bei Hörner Quinten mit Prügeln und Flinten, es folgt mit Furore ein Monsignore. Selbst den klapprigen Ahnherrn von Kieselknirsch trägt man auf der Bahre mit auf die Pirsch. Es knallen die Büchsen, ein Pulverblitz, es wird soeben gesagt, dass Generalleutnant von Zitzewitz den Verlust seines Dackels beklagt. Der Attaché Mehringer legt einen Hering, den tiefgefroren die Kugeln durchbohren. Noch in Frischhaltepackung, das sei unerhört, ein Keiler ergibt sich vom Lärm ganz verstört. Bewegt sich doch etwas am Waldesrand, der Ahnherr sieht nicht mehr recht. Das kriegt kurzerhand eins übergebrannt, denn schießen kann er nicht schlecht. Ja, ganz ohne Zweifel, er schießt wie der Teufel, man trägt ihn ganz leise bis dicht an die Schneise. Man reicht ihm die Büchse, es prasselt das Schrot, so findet der Außenminister den Tod. Der Ahnherr daraufhin noch Weidmannsheil schreit, hat alle peinlichst berührt. Ihm wird ein Protestschreiben überreicht, besonders scharf formuliert. Doch muss man dem Alten zugute halten, das war bei Hubertus ein prächtiger Blattschuss. Und dass er das Wort Diplomatenjagd nur etwas zu wörtlich genommen hat. Bricht herein und Schloss Hohenecke bietet ein friedliches Bild. Der Monsignore segnet die Strecke von leblosem Greisenwild. Schon fast vergessen will doch keiner essen, die Veteranen, die zähen Fasanen. Die Ente mit Rheuma, den Keiler mit Asthma, die Jagd wird begossen und dann wird beschlossen.
Der Krempel wird, weil man hier großzügig denkt, dem nächsten armen Haus geschenkt. So wird auch den Ärmsten der Segen zuteil. Es lebe das Weidwerk, dreimal Weidmanns Heil. Er käme von Nürnberg her und er spräche kein Wort. Auf dem Marktplatz standen sie um ihn her und begafften ihn dort. Die einen raunten, er ist ein Tier, die anderen fragten, was will er hier? Und dass er sich zum Teufel schert, so jagt ihn doch fort, so jagt ihn doch fort. In Strähnen wirre, sein Gang war gebeugt. Kein Zweifel, dieser Irre ward vom Teufel gezeugt. Der Pfarrer reichte ihm einen Krug voll Milch, er sog in einem Zug. Er trinkt nicht vom Geschirre, den hat die Wölfin gesäugt. Den hat die Wölfin gesäugt. Vater, der in unserem Orte Schulmeister war, trat zu ihm hin, trotz böser Worte, rings aus der Schar. Er sprach zu ihm ganz ruhig und der Stumme öffnete den Mund und stammelte die Worte, heiße Kaspar, heiße Kaspar. Vater brachte ihn ins Haus, heiße Kaspar. Meine Mutter wusch seine Kleider aus und schnitt ihm das Haar. Sprechen lehrte mein Vater ihn, lesen und schreiben, und es schien, was man ihn lehrte, sog er auf, wie gierig er war, wie gierig er war. Schule gehörte derzeit noch das Güttinger Feld. Kaspar und ich, wir pflügten zu zweit, bald war alles bestellt. Wir hegten, pflegten jeden Keim, brachten im Herbst die Ernte ein. Von den Leuten vermaledeit, von deren Hunden verbellt. Und von den Hunden verbellt. Wintertag, der Schnee lag frisch, es war Januar. Meine Mutter rief uns, kommt zu Tisch, das Essen ist gar. Mein Vater sagte, Appetit, ich wartete auf Kaspars Schritt. Mein Vater fragte mürrisch, wo bleibt Kaspar? Wo bleibt Kaspar? Suchten ihn und fanden ihn auf dem Pfad bei dem Feld. Der Neuschnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt. Die Augen angstvoll aufgerissen, sein Hemd war blutig und zerrissen. Erstochen hatten sie ihn dort am Oettinger Feld, dort am Oettinger Feld. Polizeirat aus der Stadt füllte ein Formular. Gott nehm ihn hin in seiner Gnad, sagte der Herr Vikar. Das Oettinger Feld liegt lang schon brach, nur manchmal bellen mir noch Hunde nach. Dann streu ich Blumen auf den Pfad für Kaspar, für Kaspar. Thank you.
Ritt aus San Alfredo im letzten Tageslicht. Vielleicht auch aus El Paso, so genau weiß ich das nicht. Seit 40 Tagen, 40 Nächten war ich auf der Flucht. In jeder Stadt fand ich mein Bild, darunter stand gesucht. Sie nannten mich den Stillen und man flüsterte mir nach, dass wenn ich was zu sagen hätte, mein Colt für mich sprach. Sie nannten mich den Pfeifer und meine Devise hieß, wenn dir wer vor die Mündung kommt, der ist Pfeife und dann schieß. Warum ich pfiff, das weiß ich nicht, weiß nicht mal, wie ich heiß. Im Westen ist es niemals gut, wenn einer zu viel weiß. Ich weiß nur, wo mein Lieder klang, da wurden Bretter knapp, weil jeder Schreiner wusste, dass es Arbeit für ihn gab. Als ich nach Bloody Corner kam, sah ich von weitem her, die Summe unter meinem Namen hatte zwei Stellen mehr. Ein Prämienjäger sagte, Pfeifer, ich wart schon auf dich. Ich fuhr herum, pfiff einen Ton, dann sprach mein Colt für mich. Als wenig später im Saloon mein 38er spie, da spielte der Mann am Klavier dazu die Melodie. Ellenbogen aufgestützt, die Flügeltür im Blick, stand neben mir ein Fremder, sehr glatt rasiert und dick. Man nennt mich hier den Denker, so stellt er sich vor, spiel es sich in den Spucknapf und sagte mir ins Ohr, wenn du 10.000 Dollar brauchst, dann hab ich einen Plan, todsicher, genial, einfach, dankbar nahm ich an. Sitz ich hinter Gittern von Zweifeln angenagt. Vielleicht war doch des Denkers Plan so gut nicht, wie er sagt. Er sagte, das bringt dir 10.000 Dollar, wenn du's wagst, zum Sheriff ins Büro zu gehen, dich vorstellst und ihm sagst, Grüß Gott, ich bin der Pfeifer, ich komm selber, wie ihr seht, um die Belohnung zu kassieren, die auf meinen Kopf steht. Ich sitz auf meines Pferdes Rücken unter dem Galgenbaum, einen Strick um meinen Hals, der Henker hält mein Pferd im Zaum. Gleich gibt er ihm die Zügel und dann ist's mit mir vorbei. Der Totengräber gräbt mein Grab und pfeift mein Lied dabei. Der Scharfrichter tut seine Pflicht, mein Pferd sitzt sich in Trab und unten brüllt der Regisseur. Verdammte Schlamperei, jetzt ist uns der Ast zum dritten Mal abgebrochen. Der Film ist auch gerissen, also Kinder, für heute ist Feierabend, die Leiche drehen wir morgen ab. Grauer Regen fiel zur Nacht, als sie dich nach Hause trugen. Hast du nicht mehr aufgewacht, bringt die Welt nicht aus den Fugen. Mach nichts, dass kein Blumenhaufen auf dich ausgeschüttet ist. Du könntest dafür doch nichts kaufen, wenn du erst da unten bist. Keine Seele weint um dich, keine Witwe hinterlassen. Auch die Zechkumpanen nicht, die ihr Glas jetzt fester fassen. Und darauf, dass die Tränen fließen, wartest du bestimmt umsonst. Du könntest dafür doch nichts kaufen, wenn du erst da unten wohnst. Aus 6 Brettern rohem Holz wird man dir ein Häuschen bauen. Wäre ich Gott, ich wär nicht stolz, selbst den Tod dir zu versauen. Aber lass mal nur ein Gepränge ohne handgestickte Pracht. Ist zwar drin nicht ganz so enge auf der Reise in die Nacht. Einem Pferd schon altersschwach vor dem morschen Leiterkarren folgt ein Totengräber nach, dich im Sande zu verscharren. Der Pfarrer konnte heute nicht kommen, er hat ja so wenig Zeit.
da bringt der Teufel halt den Frommen an den Zug zur Ewigkeit. Du hast keine Zeit gehabt, dein Testament zu verfassen, hast ja niemals was gehabt, hast auch nichts zu hinterlassen. Und drum hält kein Nachlassverwalter gleich nach deinem Tod Gericht und sucht bei dir guter Alter, was wert ist und was nicht. Schließlich beim jüngsten Gericht gibt es auch das Recht der Armen. Und das ist so übel nicht, weißt ja, selig sind die Armen. Hättest du Geld auf ganze Haufen, Ruhm und Ansehen, Gold und Glanz, du könntest doch keinen Anwalt kaufen zum Prozess bei der Instanz. Im Grunde macht dein Tod mich froh, dennoch schlimmer als auf Erden kann's beim besten Willen nicht in der Hölle für dich werden. Und jetzt, wo sie dich begraben, tönt vom Kirchturm her Gebimmel. Alter Freund, mit Hölle ist nichts. Jede Wette, du kommst in den Himmel. Montag, der 6. Januar, draußen liegt alles tief verschneit. Das Wetter scheint mir doch zu klar, Town wird's wohl nicht in nächster Zeit. Wir spielen Karten seit heut früh, der Vorarbeiter sieht uns zu. Während ich aufstehe, Kaffee brüh, mogelt Antonio immer zu. Ich will nach Haus, ich hab genug, ich bin schon viel zu lange hier. Ich springe auf den nächsten Zug und lasse alles hinter mir. Donnerstag, der 15. Mai, heut kam Post für den alten Frank. Ein Brief und ein Foto dabei, er klebt es grad an seinen Schrank. Ich wüsste gerne, was macht ihr? Mein Bruder schreibt schon lang nicht mehr. Und dass ich Post bekam von dir, ist auch schon ein paar Wochen her. Ich will nach Haus, ich hab genug, ich bin schon viel zu lange hier. Ich springe auf den nächsten Zug und lass alles hinter mir. Mittwoch, der 20. August, der alte Frank hat schlapp gemacht. Die Hitze schlägt ihm auf die Brust, wir haben ihn zum Arzt gebracht. Der Spanier putzt sein Grammophon, der Vorarbeiter schuldet mir noch einen halben Wochenlohn und Sergio noch 3 Flaschen Bier. Ich will nach Haus, ich hab genug, ich bin schon viel zu lange hier. Ich springe auf den nächsten Zug und lass alles hinter mir. Sechster November, Donnerstag, Arbeit bis Sonnenuntergang. Kürzer die Zeit von Tag zu Tag und schien mir dennoch nie so lang. Ich war am Bahnhof, um zu sehen, ob es schon für die Karte reicht. Dann blieb ich vor der Sperre stehen, mein Mut hat weiter nicht gereicht. Ich will nach Haus, ich hab genug, ich bin schon viel zu lange hier. Ich springe auf den nächsten Zug und lasse alles hinter mir. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heut trink ich meinen Freunden nach. Bei diesem Glas denk ich zurück an euch, mit denen ich ein Stück auf meinem Weg gegangen bin.
mit diesem Glas trink ich im Sinn. Nach Süden, Osten, West und Nord und find euch in Gedanken dort, wo immer ihr zu Hause seid, seht die Gesichter nach der Zeit in meinem Glas vorüberziehen, verschwommene Fotografien, die sich wirr aneinander reihen. Und ein paar Namen fallen mir ein. Und ein paar Namen fallen mir ein. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heut trink ich meinen Freunden nach. Karl, der sich nicht zu schade fand, der, wenn es mulmig um mich stand, so manche Lanze für mich brach. Auf Klaus, der viel von Anstand sprach und der mir später in der Tat die beste Pfeife geklaut hat. Mein Zimmernachbar bei Frau Pohl, der nach Genuss von Alkohol mein Zimmer unerträglich fand und alles klein schlug kurzerhand, so übte der sich damals schon für seine Weltrevolution. Für seine Weltrevolution. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heut trink ich meinen Freunden nach, dem stets betrunkenen Balthasar, der immer, wenn er pleite war, seinen Kredit bei mir bekam. Und wenn ich mich selbst übernahm, dann zahlte stets der Franz für mich, bis Balthasar die Schuld beglich. Volker und Georg, die mit mir brüderlich teilten Schnaps und Bier, die fahren zu dieser Zeit voll rum auf irgendeinem Pott herum, auf irgendeinem Ozean, und spinnen neues Seemannsgarn. Und spinnen neues Seemannsgarn. Komm, gieß mein Glas noch einmal ein mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heut trink ich meinen Freunden nach. Verwechsel ich euch, vergaß ich dich, lässt mein Gedächtnis mich im Stich, vieles ist schon so lange her. Kenn ich nicht alle Namen mehr, so kenn ich die Gesichter doch, und ich erinnere mich noch und widme euch nicht weniger Raum. Geschrieben haben wir uns kaum, denn eigentlich ging keiner fort in einer Geste, einem Wort, in irgendeiner Redensart. Lebt ihr in meiner Gegenwart? Lebt ihr in meiner Gegenwart? Komm, gieß mein Glas noch einmal ein mit jenem billigen roten Wein, in dem ist jene Zeit noch wach. Heut trink ich meinen Freunden nach. Hymne auf meine Zimmerwirtin, Frau Emma Pohl, in Berlin SO 36 Friedrichstraße. Erster Teil der Trilogie Andante. Im Zimmer ist mief, die Türe hängt schief, es zieht mörderlich durchs Fenster, und dann gibt's Gespenster, die nachts hier tanzen und ein paar Wanzen in den zerschlissenen Betten. Die Tapete ist nicht mehr zu retten, hat Risse schon an allen Enden, liegt allein an den schiefen Wänden. Drei Dielen liegen noch im Zimmer, mit zweien wär's weitaus schlimmer. Dafür hat der Tisch nur zwei Beine, naja, besser als keine. O du himmlisch gemütliche Wohnstadt, für 80 D-Mark im Monat, alles inklusive außer der Liebe. Denn Damenbesuch ist bei mir nicht drin, hier bestimmt eine keusche Vermieterin.
Wärterin. Auf ihr Wohl, alte, fette Frau Pohl. Zweiter Teil der Trilogie auf Frau Emma Pohl. Gespräch mit derselben. Allegro assai. Also, liebe Frau Pohl, nun kommen Sie mal rein. Kommen Sie nicht an den Tisch, der hat nur noch ein Bein. Sie meinen, es war einfach grauenvoll, was hier gestern Abend passiert sein soll. Sie sagen, ich hätte da drei Herren zu Besuch und aus meinem Zimmer drang Schnapsgeruch. Dann hätten wir was über sie gesungen und dann hätt's wie zerschmetternde Möbel geklungen, als ob Schränke zerbersten und Fenster zerschellen. Frau Pohl, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie sagen, dann seien wir zu Ihnen gekommen und hätten uns erst richtig daneben benommen. Sie sagen, Herr Ofen goss im Delirium drei Flaschen Korn ins Aquarium. Herr Schobert habe, wie Sie sagen, die letzten Dielen aus meinem Zimmer getragen und habe damit, als es kühl ward zur Nacht, ein Feuerchen auf Ihrem Teppich gemacht mit den Worten, ach, die Alte, die wird's schon erlauben. Frau Pohl, das kann ich gar nicht glauben. Beim Abschied viel später im Morgengrauen erlegte Herr Wader den Gartenzaun und die anderen seien auch erst gewichen, nachdem sie ihre Katze grün angestrichen. Sie meinen, die Herren, die wären wohl nicht so ganz der richtige Umgang für mich. Bei meinem Mietrückstand und bei dem Schaden, da sollte ich Sie heute Abend nicht schon wieder einladen. Na schön, ich will Ihnen nicht mehr böse sein. Ich lade Sie auf ein Glas Alka-Seltzer ein. Auf Ihr Wohl, hochverehrte Frau Pohl. Dritter und letzter Teil der Trilogie. Es sollte ursprünglich Aussöhnung mit Frau Emma Pohl heißen, hat sich jedoch dann in ein Allegro Furioso hineingesteigert, sodass ich letzten Endes doch umziehen musste. Es klopft an meiner Türe um Mitternacht, das hält meine Türe natürlich nicht aus und zerkracht. Kommen Sie rein, Frau Pohl, Vorsicht bitte sehr, hier gibt's nämlich jetzt gar keine Dielen mehr. Und man ist in diesen heiligen Hallen, ehe man sich's versieht, durch den Fußboden gefallen. Was bringt mir die Ehre Ihrer Visite? Probieren Sie's mal wieder wegen der Miete. Nein, wie Sie so von einem aufs andere Bein wanken, da ahn ich schon, Sie wollen sich bei mir bedanken. Dafür, dass meine drei Freunde und ich in Ihrer Abwesenheit feinsäuberlich den Flurschaden und das Kleinholz wegräumten von unserer Feier. Sie glaubten, Sie träumten, als Sie die Betonmischmaschine fanden, wo gestern noch Ihre Rosen standen. Herr Wader hat sich so geniert und darum Ihr Wohnzimmer neu zementiert. Und zum Zeichen, wie sehr er die Bombe bedauert, hat er gleich noch zwei Wände dazu gemauert. Die machen jetzt aus Ihrem Wohnzimmer drei. Ein Tipp unter Freunden, vermieten Sie zwei. Der Schnaps im Aquarium ist neutralisiert, Ihr Fisch ist wieder nüchtern und nur wenig lädiert. Auch Ihre Katze können Sie jetzt wieder anfassen. Wir haben sie chemisch reinigen lassen. Aber um alles so schön zu gestalten, mussten wir uns an Ihren Sparstrumpf halten. Doch nichts sollte Ihnen zu teuer sein für so ein gemütliches Eigenheim. Auf Ihr Wohl, hochverehrte Frau Pohl. Soweit ich mich noch erinnern kann, fing alles mit einem Kuchen an. Einem Apfelkuchen, genauer gesagt, an einem 12. war's, an einem Donnerstag. Ich hatte, um ihr eine Freude zu machen, streng nach dem Kochbuch allerlei Sachen wie Hefe und Mehl mit Äpfeln vermengt, dann alles in eine Backform gezwängt, in den Teig noch herzlich willkommen geritzt und alles auf kleinem Feuer erhitzt.
Was dann geschah, geschah unheimlich schnell. Aus dem Backofen schoss es leuchtend und grell. Der Kuchen ist fertig, dachte ich schon. Dann gab's eine mächtige Detonation und die Backform flog mir um die Ohren. Dann hab ich wohl die Besinnung verloren. Ein Feuerwehrmann schleifte mich vor die Tür. Erst langsam kam ich wieder zu mir. Aus der Menge der Schaulustigen im Freien redet ein Mann krauses Zeug auf mich ein. Butterblume, Andornröschen, Nordwind singt im Ofenrohr. Um ihn standen sehr unauffällig und stumm drei Herren in Trenchcoat und Schlappen herum. Die zerrten mich an den Straßenrand in einen Wagen, der mit laufendem Motor dort stand. Dann begannen sie an meiner Kleidung zu suchen, wohl nach den Resten von meinem Kuchen. Ich sagte, es waren Eier und Äpfel dabei. Man meinte, dass ich wohl ein Witzbold sei und schlug mir ein Funksprechgerät hinters Ohr, worauf ich abermals die Besinnung verlor. Von zwei Lampen geblendet erwachte ich, eine Stimme im Dunkeln entschuldigte sich und sagte, meine Entführer wären grad gut, um tote Briefkästen zu leeren, und ich sollte jetzt endlich die Formel hergeben, andernfalls wäre mein Leben. Da unterbrach ihn das Telefon, aus dem Hörer hörte ich, hier Otto Spion, wir haben die Formel ausfindig gemacht, sie ist hier am Flugplatz Gepäckschließfach 8. Robinson an Mäusezähnchen, Bratkartoffeln blühen blau. Fluchtartig verließen alle den Raum in Richtung Flugplatz und hatten kaum die Türe hinter sich zugeklinkt. Da erschien ein anderer Agentenring. Der Anruf käme von ihrer Seite, sagten sie mir, und dass es sie freute, dass ich nun in ihrem Schutze sei und wie bahnbrechend meine Erfindung sei und wie wichtig für den Frieden der Welt, dass sie nicht in die falschen Hände fällt. Doch jetzt sei die Zeit nicht für Diskussionen. Sie brachten mich an die Bahnstation und in einen Zug, und nach kurzer Zeit bremste es scharf, es war wieder so weit. Der Zug stand still und an den Türen erschienen, um mich erneut zu entführen, vier mir noch nicht bekannte Herren. Ich ließ mich in ihren Wagen zerren und wartete geduldig und zahm, dass die Sprache auf meine Formel kam. Tango König an Walküre, der Pirol pfeift heute Nacht. Ich hatte doch nur einen Kuchen geplant, dass es Sprengstoff würde, hab ich nicht geahnt. Nur weiß ich mit den Zutaten nie Bescheid. Sie lobten meine Bescheidenheit und meinten, mir sei da Großes gelungen und boten mir gute Arbeitsbedingungen und angenehmes Betriebsklima an. Von Seiten Regierung sei alles getan für eine fruchtbare Forschungsarbeit. Bis mein Flugzeug ging, blieb nur noch wenig Zeit. Da sie einen entschlossenen Eindruck machten, ließ ich mich in ein Flugzeug verfrachten. Doch kaum hatte ich mich angeschnallt, da erschien eine malerische Gestalt und zwang welch unerwartete Wandlung das Flugzeug noch vor dem Starten zur Landung. Nach diesem Akt kühner Luftpiraterie bedurfte es nicht vieler Fantasie, um der nächsten Entführung entgegenzusehen. Doch zu meinem Erstaunen ließ man mich gehen. Rumpelstilzchen, ruft Schneewittchen, Stroganov, nix Kasatschok. Erst als ich in der Empfangshalle stand, sah ich die Agenten allesamt, inzwischen mir alle persönlich bekannt. Doch anscheinend war ich nicht mehr interessant. Mit sich selbst zu beschäftigt, fotografierten sie sich gegenseitig und spionierten der Formel nur noch untereinander nach. Ein netter Agent, den ich darauf ansprach, erklärte mir das und half mir noch aus mit dem Fahrgeld für die U-Bahn nach Haus. Das Ganze ist längst schon Vergangenheit. Ich koch nur noch manchmal von Zeit zu Zeit und dann auch nur Tütensuppen und so, also Sachen ganz ohne Risiko. Ich hätte auch alles schon längst vergessen, käme nicht neulich unterdessen ein Brief von der Spionageabwehr. Inhalt streng geheim stand auf dem Kuvert. Wie wir aus geheimer Quelle erfahren, waren sie vor 2,5 Jahren in eine Sprengstoffaffäre verstrickt. Daraufhin habe ich ihnen mein Kochbuch geschickt. Doch so wie ich jetzt die Geheimdienste sehe, gelang's ihnen noch allen lange, ehe das Buch ankam, es zu fotokopieren und fleißig danach zu experimentieren. Und so wird in den Laboratorien der Welt nach meinem Rezept Apfelkuchen erstellt, mit Hefeteig, Äpfeln und Zucker und Zimt. In der Hoffnung, einmal explodiert der doch. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann backen sie heute noch. Dann backen sie heute noch.
die Nacht liegt wie Blei auf Schloss Dagmoor. Sir Henry liest Financial Times. 12-mal schlägt gespenstisch die Turmuhr. Der Butler hat Ausgang bis eins. Da schleicht sich im flackernden Lampenschein fast lautlos ein Schatten zur Türe herein und stürzt auf Sir Henry, derselbe lebt ab und nimmt das Geheimnis mit in das Grab. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Bei Maigret ist schon seit 2 Stunden ein Fahrstuhl andauernd blockiert. Inspektor Dupont ist verschwunden, der Fahrstuhl wird grad repariert. Da öffnet sich lautlos die Tür zum Schacht, es ertönt eine Stimme, die hämisch lacht. Inspektor Dupont traf im Fahrstuhl einen Schuss, der Amtsarzt stellt sachlich fest, Exitus. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Am Hafendamm Süd wurde neulich ein Hilfsleuchtturmswart umgebracht. Inspektor Van Dijk, stets voreilig, hat 3 Täter schon im Verdacht. Die Wirtin zur Schleuse, denn die schielt und die hinkt. Der Käpt'n, der schiffsbrüchig im Rum ertrinkt. Der Lotse, der vorgibt, Napoleon zu sein. Aber da irrt Van Dijk, keiner war's von den 3. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und er schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. Die steinreiche Erbin zu Münster ist wohnhaft im 15. Stock. Dort schläft sie bei offenem Fenster. Big Ben schlägt gerade Tourglock. Ganz leis bläht der Wind die Gardinen auf. Auf die Erben zeigt mattschwarz ein stählerner Lauf. Und ein gellender Schrei zerreißt ihr die Luft. Auch das war wohl wieder der Gärtner, der Schuft. Der Mörder ist immer der Gärtner und er plant schon den nächsten Coup. Der Mörder ist immer der Gärtner und er schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu. In seinem Gewächshaus im Garten steht in grüner Schürze ein Mann. Der Gärtner rührt mehrere Arten von Gift gegen Blattläuse an. Der Gärtner singt, pfeift und lacht verschmitzt. Seine Heckenschere, die funkelt und blitzt. Sensespaten und Jagdgewehr stehen an der Wand. Da würgt ihn von hinten eine meuchelnde Hand. Der Mörder war nämlich der Butler und er schlug erbarmungslos zu. Der Mörder ist immer der Butler. Man lernt eben täglich, man lernt eben täglich dazu. Juhu! Ich bin aus jenem Holze geschnitzt, in das man ein Herz und 2 Namen ritzt.
nicht nobel genug für Schachfiguren und viel zu knorrig für Kuckucksuhren, zu störrisch, als dass man Holz auf mir hackt. Gerade recht für ein Männchen, das Nüsse knackt. Gerade recht für ein Männchen, das Nüsse knackt. Ich bin aus jenem Holze geschnitzt, aus dem man kaum Pfeile und kaum Bogen spitzt. Ich habe mich nicht gekrümmt bei Zeiten, und wie sie mir alle prophezeiten, wurde bislang auch kein Haken aus mir. Doch ein Galgen auch nicht, und das lobe ich mir. Doch ein Galgen auch nicht, und das lobe ich mir. Ich bin aus jenem Holze gebaut, aus dem man wohl keine Madonnen haut. Ich glaube, da taugt mein Stamm schon besser für Holzschuh und für bauchige Fässer und für die zwei Stühle nicht zuletzt, zwischen die man sich von Zeit zu Zeit setzt, zwischen die man sich von Zeit zu Zeit setzt. Ich bin aus jenem Holze gemacht, aus dem man so ziemlich alles macht. Von Suppenlöffeln zu Tabakspfeifen, von Kuchenformen zu Kinderreifen, bis zu Körben, die man aus Spänen flicht. Das alles nur Kerkertüren nicht, das alles nur Kerkertüren nicht. Ich bin aus jenem Holze geschnitzt, in das man ein Herz und zwei Namen ritzt. War's gut oder nicht, das wird sich einst zeigen. Und sollte mein Rauch nicht zum Himmel aufsteigen, dann diene den Vögeln mein trocknes Geäst. Und das sei mein Trost noch zum Bau für ein Nest. Und das sei mein Trost noch zum Bau für ein Nest. Hey Freunde, reißt ein Bierfass auf, ich geb eins aus, macht einen drauf. Sie ist zu mir zurückgekommen, vergessen ist, was gestern war, bis auf ein Büschel graues Haar. Sie ist zu mir zurückgekommen. Hey Schankwart, her mit Schnaps und Bier, für meine Freunde, die mit mir die Auferstehung feiern wollen. Das soll heut ein Besäufnis sein, so schwarz, dass eure Kinderlein eins noch davon erzählen sollen. Heut feier ich Weihnachts-, Neujahrstag, Geburtstag, Ostern, Hochzeitstag. Sie ist zu mir zurückgekommen. Holt meine Widersacher rein, selbst die sollen bei der Feier sein. Sie ist zu mir zurückgekommen. Dabei hatte ich gestern Nacht den dicken Schlussstrich schon gemacht und mich schon selber aufgegeben. Dann stand sie vor der Türe heut, da hab ich Rotzblasen geheult, vor Freuden noch einmal zu leben. Ich finstrer Heide, mach mich dran, zünd Kerzen in den Kirchen an. Sie ist zu mir zurückgekommen, bestecht die Küster, bis sie wollen, dass alle Glocken läuten sollen. Sie ist zu mir zurückgekommen. Heut feier ich Weihnachts-, Neujahrstag, Geburtstag, Ostern, Hochzeitstag. Sie ist zu mir zurückgekommen. Holt meine Widersacher rein, selbst die sollen bei der Feier sein. Sie ist zu mir zurückgekommen, gestern auf heute nur kurze Zeit und dennoch eine Ewigkeit.
voll blanker Angst, allein zu bleiben. Gestern auf heute nur ein Stück, und doch komm ich von weit zurück. Wie soll ich euch den Weg beschreiben? Zum Henker die Philosophie, nehmt eure Gläser, trinkt auf sie. Sie ist zu mir zurückgekommen, ob Bier, ob purer Alkohol. Nehmt euer Glas, trinkt auf ihr Wohl. Sie ist zu mir zurückgekommen. Heute feier ich Weihnachts-, Neujahrstag, Geburtstag, Ostern, Hochzeitstag. Sie ist zu mir zurückgekommen, holt meine Widersacher rein, selbst die sollen bei der Feier sein. Sie ist zu mir zurückgekommen. Hey Freunde, reißt ein Bier, pass auf, ich geb eins aus, mach deinen drauf. Sie ist zu mir zurückgekommen. Vergessen ist, was gestern war, bis auf ein Büschel graues Haar. Sie ist zu mir zurückgekommen. Leute, nehmt eure Wäsche weg, schließt die Gartentür zu. Musikanten sind in der Stadt. Bringt die Katze ins Versteck, die Wäscheleine dazu. Musikanten sind in der Stadt. Und was dann nicht ganz nied- und nagelfest ist und was keinen Riegel vorhat, das wird sofort geklaut und bleibt ewig vermisst. Musikanten sind in der Stadt. Erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. Wirte, macht den Bierhahn dicht, sichert dreifach das Tor. Musikanten sind in der Stadt. Löscht im Fenster das Licht und nagelt Balken davor. Musikanten sind in der Stadt. Die schreien und krakeelen, bis der Morgen anbricht. Die würfeln und fressen sich satt. Die saufen und raufen und zahlen dann nicht. Musikanten sind in der Stadt. Erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. An den Gasthof schreibt Ruhetag, alle Betten belegt. Musikanten sind in der Stadt. Bevor es wie ein Schicksalsschlag durch die Herberge fegt. Musikanten sind in der Stadt. Die kneifen eure Mägde mit frevelnder Hand, verwüsten die Stuben euch glatt. Wer Lieder singt, steckt auch die Herberg in Brand. Musikanten sind in der Stadt. Erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. Krämer, holt eure Habereien, die Boutiquen schließt ab. Musikanten sind in der Stadt. Zählt die Flaschen mit Bier und Wein, lasst die Gitter herab. Musikanten sind in der Stadt. Die plündern den Keller, das Lager zerfällt. Die feilschen und fordern Rabatt. Und zu guter Letzt samt der Kasse das Geld. Musikanten sind in der Stadt. Erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. Bürger, bringt euch in Sicherheit, legt die Schrotflinten an. Musikanten sind in der Stadt. Stellt Schwefel und Pech bereit und dann rette sich wer kann. Musikanten sind in der Stadt. Die schänden eure Frauen und Töchter alsbald, doch nicht nur, was Röcke anhat. Die machen auch vor Greis und Haustier nicht Halt. Musikanten sind in der Stadt. Erbarmen, Musikanten sind in der Stadt. O heiliger Barnabas, Schutzpatron dieser Stadt. Musikanten sind vor dem Tor. Zertritt Geige und Kontrabass, die Trompeten walzt platt. Musikanten sind vor dem Tor. O schütz uns vor Sturmesflut, Feuer und Wind, vor Pest und vor Epidemien und vor Musikanten, die auf Reisen sind. Oder lass mich mit ihnen ziehen. Erbarmen oder lass mich mit ihnen ziehen. Erbarmen oder lass mich mit ihnen ziehen. Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich und konventionell. Du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv.
Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher war ich ahnungslos wie ein Huhn, doch sie erweitert mein Bewusstsein nun. Und diese Bewusstseinserweiterung ist für mich die schönste Erheiterung. Seit ich auf ihrem Bettvorleger schlief, da bin ich ungeheuer progressiv. Ich übe den Fortschritt und das nicht faul, nehme zwei Schritte auf einmal und fall aufs Maul. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich und konventionell. Du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher hab ich oft ein eigenes Auto benutzt, hab mir zweimal täglich die Zähne geputzt, hatte zwei bis drei Hosen und ein paar Mark in bar. Ich erröte, wenn ich denk, was für ein Spießer ich war. Seit ich Annabel hab, sind die Schuhe unbesohlt, meine Kleider hab ich nicht mehr von der Reinigung abgeholt. Und seit jenem Tag gehöre ich nicht mehr zur Norm, denn ich trage ja die Nonkonformisten-Uniform. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich und konventionell. Du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher, als ich noch ein Spießer war, ging ich gern ins Kino, in Konzerte sogar. Doch mit diesem passiv-kulinarischen Genuss machte Annabel kurz entschlossen Schluss. Wenn wir heute ausgehen, dann geschieht das allein, um gesellschaftspolitisch auf dem Laufenden zu sein. Heute bitte ich Annabel, erhör mein Flehen, lass uns zu einem Diskussionsabend gehen. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich und konventionell. Du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher habe ich manchen Tag und manche Nacht auf dem Fußballplatz und in der Kneipe zugebracht. Mit Freunden geplaudert, meine Zeit verdöst. Doch dann hat Annabel mich von dem Übel erlöst. Heute sitze ich vor ihr und höre mit offenem Mund, wenn sie für mich doziert, Theorien aufstellt. Und ich wünschte, diese Stunden würden nie vergehen. Ich könnte tagelang zuhören, ohne ein Wort zu verstehen. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich und konventionell. Du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher dachte ich, korruptes Spießerschwein, wer was schaffen will, der müsste fröhlich sein. Doch jetzt weiß ich im Gegenteil, im Pessimismus liegt das Heil. Früher hab ich nämlich gerne mal gelacht, doch auch hier hat sie mich weitergebracht. Heute weiß ich, die Lacherei war reaktionär, infolgedessen denke ich, lach und schreite ernst einher. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Zerstör mir meine rosa Brille und meine Gartenzwerg-Idylle. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher saß ich gerne tagelang vorm Fernsehapparat und aß und trank und war ein zufriedener Konsument, doch im höchsten Grade dekadent. Dann hat Annabel mich vor nicht langer Zeit vom Konsumterror befreit. Nur noch geistige Werte sind's, die ich begehr, und ab heute bleibt der Kühlschrank leer. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich unkonventionell. Du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt. Früher war ich, wie das alles zeigt, einem billigen Vergnügen niemals abgeneigt. Doch ab heute wird nicht mehr genossen, dafür diskutieren wir beide unverdrossen. Wenn ich zu ihren Füßen lieg, dann üb ich an mir selbst Kritik. Und zum Zeichen ihrer Sympathie nennt sie mich süßer auswuchskranker Bourgeoisie. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich unkonventionell. Du bist so herrlich emanzipiert und hast mich wie ein Meerschweinchen dressiert. Annabel, ach Annabel, du bist so herrlich intellektuell. Und zum Zeichen deiner Emanzipation beginnt bei dir der Bartwuchs schon. Gemurmel dröhnt drohend wie Trommelklang. Bald stürzt eine ganze Armee die Treppe hinauf und die Flure entlang. Dort steht das kalte Buffet. Zunächst regiert noch die Hinterlist, doch bald schon brutale Gewalt. Da spießt man, was aufzuspießen ist, die Faust um die Gabel geballt. Mit feurigem Blick und mit Schaum vor dem Mund kämpft jeder für sich allein und schiebt sich in seinen gefräßigen Schlund, was immer hineinpasst, hinein. Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann auch als Mann. Und Auge um Auge, Aspik um Gelee, hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Hurra! Hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Da blitzen die Messer
da prallt das Geschirr mit elementarer Wucht. Auf Köpfe und Leiber und aus dem Gewirr versucht ein Kellner die Flucht. Ein paar Veteranen im Hintergrund tragen Narben auf Hand und Gesicht. Quer über die Nase und rings um den Mund, wohin halt die Gabel sticht. Ein tosendes Schmatzen erfüllt den Raum, das grunzt, das rülpst und das quiekt. Fast hört man des Kellners Hilferuf kaum, der machtlos am Boden liegt. Bei der heißen Schlacht am kalten Buffet, da zählt der Mann auch als Mann. Und Auge um Auge, Aspik um Gelee, hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Hurra! Hier zeigt sich, wer kämpfen kann. Da braust es noch einmal wie ein Orkan, ein Recke mit Übergewicht. Wirft sich aufs Buffet im Größenwahn, worauf es donnernd zerbricht. Nur leises Verdauen dringt noch an das Ohr, das Schlachtfeld wird nach und nach still. Unter Trümmern sieht angstvoll ein Kellner hervor, der längst nicht mehr fliehen will. Eine Dame träumt lächelnd vom Heldentod, gebettet in Kaviar und Sekt. Derweil sie was übrig zu bleiben droht, blitzschnell in die Handtasche steckt. Das war die Schlacht am kalten Buffet, von fern tönt das Rückzugssignal. Viel Feind, viel Ehr und viel Frikassee, na denn Prost bis zum nächsten Mal. Hurra! Na denn Prost bis zum nächsten Mal. Das war die Schlacht am kalten Buffet und von dem vereinnahmten Geld gehen 10%, welch noble Idee, als Spende an Brot für die Welt. Hurra! Als Spende an Brot für die Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Gestern Mittag um 12:30 klingelt es an meiner Tür. Ich geh hin und mach auf, und da steht ein Mann vor mir, der sagt: Entschuldigen Sie die Störung, guten Tag, komme von der Firma Lehmanns Geographischer Verlag. Hier ist unser Vierfarbkatalog, wählen Sie in Ruhe aus. Unser Slogan, Lehmanns Globus, gehört in jedes Haus. Wenn Sie mir gestatten, rate ich Ihnen Modell 8. Wird von innen her beleuchtet und aus Plexiglas gemacht. Maßstab 1 zu 100.000, Vierfarbdruck für jedes Land. Grenzen, Städte, Kolonien, alles auf dem neuesten Stand. Erläuterung und Legende liefern wir kostenlos mit. Lieferfrist ist 14 Tage, wollen Sie Teilzahlungskredit? Danach muss er Luft holen und das nutze ich blitzschnell aus. Ich sag, ich brauch keinen Globus, ich hab schon einen Zuhaus. Zwar von 1780, wie ich eingestehen muss, doch dafür ist er signiert von Dr. Serenissimus. Er zeigt die 5 Kontinente, 7 Meere und ich sag, daran hat sich nichts geändert bis auf den heutigen Tag. Denn wozu brauche ich ihre Grenzen und wozu die Kolonien? Wenn die Mächtigen der Welt die Grenzen wöchentlich neu ziehen, ebenso ist's mit den Städten, weil mir niemand garantiert, dass nicht morgen ein Verrückter ganze Städte ausradiert. Und wenn die Versuche glücken, sprengen die ganze Welt. Geben Sie zu, dann ist sein Globus doch nur rausgeschmissenes Geld. Sehen Sie ein, dass mit mir heute kein Geschäft zu machen ist. Andererseits bin ich kein rabenschwarzer Pessimist. Sicher wird's mal was mit Frieden, vielleicht siegt mal der Verstand. Doch bis an den Tag gehen sicher viele Jahre noch durchs Land. Schreiben Sie in Ihr Notizbuch für das Jahr 2003 nicht vergessen zu besuchen, wegen Globus zu Herrn May. Wie jeden Morgen war er pünktlich dran, seine Kollegen sahen ihn fragend an. Sag mal, hast du noch nicht gesehen, was in der Zeitung steht? Er schloss die Türe hinter sich, hängte Hut und Mantel in den Schrank fein säuberlich, setzte sich. Da wollen wir erst mal sehen, was in der Zeitung steht. Und da stand es fett auf Seite 2, Finanzskandal, sein Bild dabei und die Schlagzeile, wie lang das wohl so weitergeht. Er las den Text und ihm war sofort klar, eine Verwechslung, nein, da war kein Wort von wahr. Aber wie kann so etwas erlogen sein, was in der Zeitung steht? Starrte auf das Blatt, das vor ihm lag. Es traf ihn wie ein heimtückischer Schlag. Wie ist es möglich, dass so etwas in der Zeitung steht? Das Zimmer ringsherum begann sich zu drehen. Die Zeilen konnte er nur noch verschwommen sehen. Wie wehrt man sich nur gegen das, was in der Zeitung steht? Die Kollegen sagten, stell dich einfach stur. Er taumelte zu seinem Chef über den Flur. Aber selbstverständlich, dass jeder hier zu ihnen steht. Ich glaub, das Beste ist, Sie spannen erst mal aus, ein paar Tage Urlaub, bleiben Sie zu Haus. Sie wissen ja, die Leute glauben gleich alles, nur weil's in der Zeitung steht. Er holte Hut und Mantel, wankte aus dem Raum. Nein, das war Wirklichkeit, das war kein böser Traum. Wer denkt sich sowas aus wie das, was in der Zeitung steht? Er rief den Fahrstuhl, stieg ein und gleich wieder aus. Nein, er ging doch wohl besser durch das Treppenhaus. Da wird ihn keiner sehen, der wüsste, was in der Zeitung steht. Er würde durch die Tiefgarage gehen. Er war zu Fuß, der Pförtner würde ihn nicht sehen. Der wusste immer ganz genau, was in der Zeitung steht. Er stolperte die Wagenauffahrt rauf, sah den Rücken des Pförtners, das Tor war auf. Das klebt wie Pech an dir, das wirst du nie mehr los. Was in der Zeitung steht, 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 was in der Zeitung steht. Er eilte zur U-Bahn-Station, jetzt wüssten es die Nachbarn schon. Jetzt war's im ganzen Ort herum, was in der Zeitung steht. Solange die Kinder in der Schule waren, solange würden sie es vielleicht nicht erfahren. Aber irgendwer hat ihnen längst erzählt, was in der Zeitung steht. Er wich den Leuten auf dem Bahnsteig aus, ihm schien, die Blicke aller richteten sich nur auf ihn. Der Mann im Kiosk da, der wusste Wort für Wort, was in der Zeitung steht.
Wie eine Welle war's, die über ihn zusammenschlug. Wie die Erlösung kam, der Vorzug. Du wirst nie mehr ganz frei, das hängt dir ewig an, was in der Zeitung steht. Was wollen Sie eigentlich? Fragte der Redakteur. Verantwortung, Mann, wenn ich das schon höre. Die Leute müssen halt nicht gleich alles glauben, nur weil's in der Zeitung steht. Na schön, so eine Verwechslung kann schon mal passieren. Da kannst du noch so sorgfältig recherchieren. Mann, was glauben Sie, was Tag für ein Unfug in der Zeitung steht? Ja, sagte der Chef vom Dienst, das ist wirklich zu dumm. Aber ehrlich, man bringt sich doch nicht gleich um, nur weil mal aus Versehen was in der Zeitung steht. Die Gegendarstellung erschien am Abend schon. 5 Zeilen mit dem Bedauern der Redaktion. Aber Hand aufs Herz, wer liest, was so klein in der Zeitung steht? Bin ich gefahren von Ort zu Ort in Nord und Süd und West. Ich kenn die Bühnenbretter mit den Jahren in Braunschweig, Brüssel, Bremen und in Brest. Nur ein paar Plätze hab ich nie gesehen, dabei liegen sie fast vor meiner Tür. Könnte ich da mal auf der Bühne stehen? Glaubt mir, Freunde, ich gäb was dafür. Ich würde gern einmal in Dresden singen, in Weimar, Halle oder Heinrichsruh. Namen sind das, die für mich mehr nach Ferne klingen als Singapur, Los Angeles, La Paz und Kathmandu. Ich weiß von euch nur Oberflächlichkeiten, und auch die hab ich nur aus zweiter Hand. Ich kenn die Dinge gern von beiden Seiten und kenn doch eine nur von diesem Land. Ich weiß, ein Lied würde das Eis wohl brechen, auch wenn wir vielleicht manches anders sehen. Glaub ich, dass wir dieselbe Sprache sprechen, Trauer empfinden oder Spaß verstehen. Ich würde gern einmal in Dresden singen, in Stendal, Meißen, Zittau und Küstrin. Mit Freunden plaudern, trinken, um Ideen ringen, wie manche liebe lange Nacht in Amsterdam und Wien. Ich kenne meine Freunde nur von Bildern, aus Briefen, die manchmal hin und her gehen. Die Städte kenn ich nur von Straßenschildern, hab sie mit eigenen Augen nie gesehen. Mag sein, es wäre klüger, stumm zu bleiben, wenn ich mit meinem Lied nichts ändern kann. Mag sein, und doch ich muss es einfach schreiben. Zu lang schon und zu oft denk ich daran. Ich würde gern einmal in Dresden singen, in Jena, Leipzig, Rostock und Schwerin. Und hören, dass die Lieder hier wie drüben klingen. Im einen wie im anderen Frankfurt, im einen wie im anderen Berlin.
Kumpels haben ein Häuschen mit nem Garten drumherum. Gerade Büsche, gerade Bäume, da wächst keine Primel krumm. Der Weg ist streng geharkt und militärisch knapp bepflanzt. Gesäumt von Rasen, wo kein Helmchen aus der Reihe tanzt. Am Zaun die Hecke ist auf Stacheldrahtlänge gestutzt. Und Namensschild und Klingel werden jeden Tag geputzt. Jawohl! Ein Heer von Gartenzwergen hält die Wacht in Reihe und Glied. Und wer davor steht, der nimmt Haltung an und sagt, wenn er das sieht. Ach, wie nett, ach, wie adrett, ach, wie nett, ach, wie adrett. Aber wie, aber wie sieht's aus bei Hempels unterm Bett? Frau Hempel hat nen Pudel, der so aussieht wie sie. Hinterlistig, dick und falsch, ein selten abscheuliches Vieh. Der trägt ein Glitzerschleifchen in den Löckchen und ich schwör, die zwei haben ein Verhältnis und den gleichen Friseur. Herr Hempel hat ein Auto, das er schier abgöttisch liebt, das er wäscht und wachst und wienert und unter das er sich schiebt. Durch das er saugend tropft, vor dem er lechzend niederkniet und jeder sagt, der Herrn und Frau Pudel und Auto Hempel sieht. Ach, wie adrett, ach, wie nett, ach, wie adrett. Aber wie, aber wie, aber wie, aber wie, aber wie sieht's aus bei Hempels unterm Bett? Und bricht plötzlich gänzlich unvermittelt über Hempels Haus die Nächstenliebe rein und schrill die Weihnachtszeit aus. Gehen in den Bäumen knallbunte Lichtergirlanden an, schön grell wie die Neonreklamen auf der Reeperbahn. Die Tür mit Sternen überladen und Tannen begrenzt. Die elektrische Kerze und das Kinderauge glänzt. Vor Strohherzen im Fenster, dem Symbol der Menschlichkeit. Ja, da stehst du sprachlos da und schauderst vor Gemütlichkeit. Ach, wie nett, ach, wie adrett, ach, wie nett, ach, wie adrett. Aber wie, aber wie, aber wie, aber wie. Aber wie sieht's aus bei Hempels unterm Bett? Da liegt ne weiße Weste mit nem großen schmierigen Fleck. Ein Meineid und ein Schafspelz und ein Stecken voller Dreck. Der Block, auf dem er seine anonymen Briefe schreibt. Der Trenchcoat, wenn's ihn wieder in den Stadtpark treibt. Das Fernglas, mit dem er in fremde Autofenster giert. Das Heft, in dem er sich die kecken Parksünder notiert. Seine Schmuddelpornos, sein Toupet von vor dem Kopf ein Brett. Falsche 50er und ein Flachmann liegen unter Hempels Bett. Woher weiß ich das so genau? Vom Liebhaber von Hempels Frau. Manchmal kommt er drunter vor und dann bemerkt er kokett. Also hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Bett. Also hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Bett. Jedes Mal, wenn ich die Zeitung aufschlag, haben die Damen und Herren im Bundestag sich schon wieder mal die Diäten erhöht und ich spür, wie ich für sie vor Scham erröt. Ich seh Familien, wo es vorn und hinten nicht reicht, seh Opa Bölke, dem man cool das Taschengeld streicht. Mir gehen die Bilder von Armut nicht aus dem Sinn, aber die Damen und die Herren langen erstmal kräftig hin. Ist das nicht eine Schande in diesem unserem Land? In der Tagesschau zeigt man uns ein Staatsbankett. Alle haben Übergewicht und alle sind zu fett. Doch das gleicht sich wieder aus, denn wie man auch erfährt, sind in unserem eigenen Lande Menschen unterernährt. Wir haben einen Butterberg und auch einen Milchsee haben wir schon. Und eine Schweinelawine überrollt die Nation. Mit der Überschussvernichtung haben wir unsere liebe Not. Und Opa Bölke hat nicht mal die Margarine fürs Brot. Ist das nicht eine Schande in diesem unserem Lande? Am Flugplatz Bonn steht eine ganze Flotte parat, die nichts als nur Polittouristen rumzufliegen hat. Kein Anlass ist zu nichtig, keine Entfernung zu klein. Und statt zu Fuß zu gehen, muss es ein Hubschrauber sein.
Für eine Stunde Bonzenjet bekommt man nebenbei für 30 Kinder drei Wochen Ferien auf Norderney und alle Nase lang düster ein Hans Wurst nach irgendwo und Opa Bölke streicht man den Seniorenausflug in den Zoo. Ist das nicht eine Schande in diesem unserem Lande? Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann hör ich, wie Silvester knallt und kracht. Opa Bölke ist jedes Mal zu Tode erschreckt. Sein Bedarf an Knallerei ist in zwei Weltkriegen gedeckt. Und für das Geld, das man beim letzten Mal verballert hat, kriegst du 1 Million Menschen ein Jahr lang satt. Da kann die Welt verhungern und in Trümmern fallen. Das ist uns scheißegal, wir wollen weiter knallen. Ist das nicht eine Schande in diesem unserem Land? Lumpje, 50 Milliarden kostet uns das Militär. Die sparen wir uns vom Munde ab, die gehen wir locker her. Die Armee soll leben in Saus und Braus. Dafür schließen wir auch gerne mal ein Krankenhaus. Selbst Opa Bölke verzichtet aufs Sterben, weil man für sein Sterbegeld dann noch mehr Waffen kaufen kann. Wir streichen Schulen und Kindergärten für den guten Zweck. Nur bitte, bitte nehmt uns unser Lieblingsspielzeug nicht weg. Ist das nicht eine Schande in diesem unserem Land? Manchmal denke ich, ich wandere in die Südsee aus, doch es gibt kein Entkommen, hier bin ich zu Haus. Nirgends wäre ich mehr als hier ein freier Mann, nirgends, wo ich mich so grün, gelb, rot und schwarz ärgern kann. Hier leben Freunde, die ich zum Leben brauch, und die brauchen meine Stimme als Wähler vielleicht auch. Und weil ich Opa Bölke doch nicht so allein lassen kann, und schließlich hänge ich irgendwie ja doch daran. Das gestehe ich am Rande, an diesem unserem Lande, an diesem unserem Lande. Der Wecker fiebt 6:30, Unheil nimm deinen Lauf. Der Große muss zur ersten Stunde los, steh auf und mach leise, dass nicht gleich der Mittlere aufwacht. Der kann noch schlafen, rums die erste Türe kracht. Die Diele knarrt, die Spülung rauscht und überdies ist die Kleine aufgewacht und schreit wie am Spieß. Ich setz sie auf den Topf, sie ist ganz rot vor Wut. Ich schmier dem Großen schnell ein Pausenbrot, mach's gut. Vergiss den Turnbeutel nicht, der Mittlere kommt, Mann. Lauf hier nicht barfuß rum, los, zieh dir Puschen an. Ich seh grad zu, wie mein Toast in Flammen aufgeht. Da hat die Kleine ihren Topf samt Inhalt umgedreht und stürzt dich auf mich mit einem Freudenschrei. Aller guten Dinge sind drei. Ich hab den Mittleren zur Schule gebracht und verwische die Spuren der Haselnusscremeschlacht. Dies ist die Zeit, wo ich an meinen Schreibtisch kann. Die Kleine malt mein Bein mit einem Filzstift an und erledigt während eines kurzen Telefonats durchzerreißen die gesamte Post des Vormonats. Der Große kommt nach Haus und macht ein langes Gesicht. Alle Kumpels am Computer, nur er wieder nicht. Die Kleine pinkelt auf den Teppich, die bringt mich ins Grab. Vorher hol ich noch den Mittleren von der Schule ab. Dann gibt's Mittag und Streit, wer das erste Fischstäbchen kriegt, bis die Tränen fließen und es auf der Erde liegt. Die Kleine niest mich an und hat den Mund voll dabei. Aller guten Dinge sind drei. Ich nötige sie zum Mittagsschlaf, jetzt hätte ich etwas Zeit. Der Große beichtet mir seine Geschichtsarbeit. Und jetzt hat er drei Chaoten zum Spielen bestellt. Nicht so laut, doch als der erste Stuhl umfällt, ist die Kleine wach, der Mittlere schluchzt. Ich denk, ich soll zum Kindergeburtstag und hab noch kein Geschenk. Die Kleine steckt sich erstmal eine Erbse ins Ohr. Der Doktor ist ein Freund und nimmt uns rasch mal vor. Ich kauf schnell ein Geschenk und geb den Mittleren ab. Komm schweißgebadet raus, ich glaub, ich mache schlapp. Der Autoschlüssel weg, wie komm ich jetzt nach Haus? Nur widerwillig spuckt die Kleine ihn dann doch noch aus. Ein Nachbar grüßt nach, sie haben wohl immer frei. Aller guten Dinge sind drei. Zu Hause setzt bereits der Abendwahnsinn ein. Die Kleine rollt sich gleich mit hohen spitzen Schreien in einen Vorhang ein zu einem dicken Ballen und lässt sich samt Gardine auf den Boden fallen.
beim großen dröhnt ohrenbetäubende Musik. Ey, Alter, bleib ganz cool, ich übe Mathematik. Der Mittlere kommt vom Geburtstag mit dem Rekord. Im Negerkuss wird essen und er übergibt sich sofort. Der Große und die Kleine kriegen eine Stulle aufs Brett. Der Negerkuss wird essen, eine Schüssel vors Bett. Zwei Einschlafgeschichten bei jedem von den dreien. Ich selber schlafe direkt bei der Tagesschau ein. Ich schlepp mich ins Bett, die Füße schwer wie Blei. Aller guten Dinge sind drei. Meine Frau lächelt mir zu, na überleg es dir. Vielleicht sind aller guten Dinge ja auch. Ich breche zusammen, nein, es bleibt dabei. Aller guten Dinge sind drei. Was habe ich in all den Jahren ohne dich eigentlich gemacht? Als Tage noch tagelang waren, wie habe ich sie nur rumgebracht? Ohne Spielzeug zu reparieren, ohne den Schreck, der Nerven zehrt, ohne mit dir auf allen Vieren durchs Haus zu traben als dein Pferd. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Du machst dich heute in meinem Leben so breit, dass ich vergessen hab. Was hat es eigentlich gegeben damals, als es dich noch nicht gab? Damals glaubte ich alles zu wissen, bis du mir die Gewissheit nahmst. Wie glaubte ich etwas zu vermissen, bis an den Tag, an dem du kamst? Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Das Haus fing doch erst an zu leben, seit dein Krakeelen es durchdringt. Seit Türen knallen und Flure beben und jemand drin Laterne singt. Früher hab ich alter Banause, Möbel verrückt, verstellt gedreht. Ein Haus wird doch erst ein Zuhause, wenn eine Wiege darin steht. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Tiefen und Höhen hab ich ermessen, Ängste und Glück waren reich beschält. Das war ein leises Vorspiel dessen, was ich mit dir erleben will. Denn du kommst und gibst allen Dingen eine ganz neue Dimension. Und was uns nun die Jahre bringen, miss ich an dir, kleine Person. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und das geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Menschen, Junges, dies ist dein Planet, hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket. Freundliches Bündel, willkommen herein, möge das Leben hier gut zu dir sein. Da liegst du nun also endlich fertig in der Wiege, du bist noch ganz frisch und neu. Und ich schleiche verstohlen zu dir und mit großer Selbstbeherrschung nur besiege ich die Neugierde, dich da mal rauszuholen, um dich überhaupt erst mal genauer anzusehen. So begnüge ich mich damit an deinem ersten Tag, etwas verlegen vor deiner Wiege rumzustehen und mir vorzustellen, was dein Leben bringen mag. Menschen, Junges, dies ist dein Planet, hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket. Freundliches Bündel, willkommen herein, möge das Leben hier gut zu dir sein. Mögest du all das erfahren und all das erleben, was erlebenswert und was im Leben wichtig ist. Mög es noch Wiesen und Bäume und Maikäfer geben, wenn du im Maikäfer-Sammelalter bist. Mögen auch allzeit Nägel, Strippe, Murmeln, Litze,
Kleister, Brausepulver, Buntstifte und Feuerstein, Schraubenzieher, Isolierband, Knete und Lakritze reichlich in deinen Hosentaschen vorrätig sein. Menschenjunges, dies ist dein Planet, hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket. Freundliches Bündel, willkommen herein, möge das Leben hier gut zu dir sein. Und eines Tags kommt der Tag, da sitze ich beklommen, ratlos vor den Schularbeiten, die man dir aufgab, werde deine Rechenaufgaben nicht rausbekommen. Für den Aufsatz, den ich dir geschrieben hab, wirst du, wenn du sehr viel Glück hast, keinen Arrest kriegen. Aber als Entschädigung dafür werd ich mit dir Drachen bauen, Bilder malen und Doppeldecker fliegen und zeig dir den Umgang mit Lötlampe und Klavier. Menschenjunges, dies ist dein Planet, hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket. Freundliches Bündel, willkommen herein, möge das Leben hier gut zu dir sein. Ein paar Jahre später dann, nach manch blutigen Nasen, nach unzähligen Pflastern über aufgeschlagenen Knien, nach zerbrochenen Fensterscheiben, zertöpperten Vasen, fehlgeschlagenen Erziehungstheorien, nach erkannter Unwirksamkeit strenger Zeigefinger, machen wir beide nämlich gemeinsam jeden Stuss, jeden groben Unfug, und dann drehen wir all die Dinge, die ich dir bis dahin jedoch streng verbieten muss. Menschenjungs, dies ist dein Planet, hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket. Freundliches Bündel, willkommen herein, möge das Leben hier gut zu dir sein. Möge dir von dem, was du dir vornimmst, viel gelingen. Sei zufrieden, wenn's gelingt, und ohne Übermut. Versuch deine Welt ein kleines Stück voranzubringen. Sei so gut es geht zu deinen Menschenbrüdern gut. Tja, dann wünsche ich dir, dass ich ein guter Vater werde, dass du Freunde findest, die dich lieben, und dass du Spaß hast an dem großen Abenteuer auf der Erde. Hals und Beinbruch, da kommt was auf dich zu. Menschenjungs, dies ist dein Planet, hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket. Freundliches Bündel, willkommen herein, möge das Leben hier gut zu dir sein. Menschenjunges, dies ist dein Planet, hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket. Freundliches Bündel, willkommen herein, möge das Leben hier gut zu dir sein. Ich denke, ich muss so 12 Jahre alt gewesen sein, und wieder einmal war es Zeugnistag. Nur diesmal dachte ich, bricht das Schulhaus am Dachgestühl ein, als meines weiß und hässlich vor mir lag. Dabei waren meine Hoffnungen keineswegs hochgeschraubt, ich war ein fauler Hund und obendrein höchst eigenwillig, doch trotzdem hätte ich nie geglaubt, so ein totaler Versager zu sein, ein totaler Versager zu sein. So, jetzt ist es passiert, dachte ich mir, jetzt ist alles aus, nicht einmal eine 4 in Religion. Oh Mann, mit diesem Zeugnis kommst du besser nicht nach Haus, sondern allenfalls zur fremden Legion. Zeigt es meinen Eltern nicht und unterschrieb für sie, schön bunt, sah nicht schlecht aus ohne zu prallen.
Ich war vielleicht ne Niete in Deutsch und Biologie. Dafür konnt ich schon immer ganz gut malen. Dafür konnt ich schon immer ganz gut malen. Der Zauber kam natürlich schon am nächsten Morgen raus. Die Fälschung war wohl doch nicht so geschickt. Der Rektor kam, holte mich schnaubend aus der Klasse raus. So stand ich da allein, stumm und geknickt. Dann ließ er meine Eltern kommen, lehnte sich zurück. Voll Selbstgerechtigkeit genoss er schon. Die Maulschellen für den Betrüger, das missratene Stück. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Diesen Urkundenfälscher, ihren Sohn. Mein Vater nahm das Zeugnis in die Hand und sah mich an und sagte ruhig, was mich anbetrifft. So gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran. Das ist tatsächlich meine Unterschrift. Auch meine Mutter sagte, ja, das sei ihr Namenszug. Gekritzelt zwar, doch müsse man verstehen, dass sie vorher zwei große, schwere Einkaufstaschen trug. Dann sagte sie, komm, Junge, lass uns gehen. Komm, Junge, lass uns gehen. Ich hab noch manches lange Jahr auf Schulbänken verloren und lernte widerspruchslos vor mich hin. Namen, Tabellen, Theorien von hinten und von vorn, dass ich dabei nicht ganz verblödet bin. Nur eine Lektion hat sich in den Jahren herausgesiebt, die eine nur aus dem Haufen Ballast. Wie gut es tut zu wissen, dass dir jemand zur Flucht gibt. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ganz gleich, was du auch ausgefressen hast. Ich weiß nicht, ob es rechtens war, dass meine Eltern mich da rausholten. Und wo bleibt die Moral? Die Schlauen diskutieren, die Besserwisser streiten sich. Ich weiß es nicht, es ist mir auch egal. Ich weiß nur eins, ich wünsche allen Kindern auf der Welt und nicht zuletzt natürlich dir, mein Kind, wenn's brenzlig wird, wenn's schief geht, wenn die Welt zusammenfällt. Eltern, die aus diesem Holze sind, Eltern, die aus diesem Holz geschnitten sind. Nichts ist so erlabend wie ein Elternabend und gar nichts macht mich strahlender als die Aussicht im Kalender. Nichts ist so gewaltsam, nett und unterhaltsam und wer das nicht kennt, der hat sein Dasein echt verpennt. Es macht froh zu fragen, schön ist's was zu sagen, Klassenzimmerluft erhitzen, auf zu kleinen Stühlen sitzen, Interesse kundtun, man setzt sich ins Halbrund nun. Einer schreibt ein Protokoll, so wie es sein soll, voll. Eine Tagesordnung habend kommt der Elternabend. Zu Punkt 1 ein wenig später, die Wahl der Elternvertreter. Jetzt heißt es sich ducken, sich totstellen, nicht aufmucken, bis es einen anderen getroffen hat. Puh, das ging ja noch mal glatt. Anwesenheitsliste, da und Vermisste. Die Hand unterm Tisch wandern lassen, in alte Pausen Brote fassen, reden, schwafeln, stammeln, für die Klassenkasse sammeln und alle fassen den Beschluss, dass was geschehen muss. Dann wird es hochtrabend auf dem Elternabend. Der Lehrkörper erklärt die Logik und den Sinn der Pädagogik. Hier ein Kichern, da ein Gähnen, da pult einer in den Zähnen. Alles schläft und einer spricht genau wie einst im Unterricht. Das Beste kommt zum Ende, nämlich die Elternspende. Dann der Höhepunkt, Verschiedenes, Unnötiges, Unterbliebenes. Und einer sagt ganz richtig, wir Eltern sind sehr wichtig. Da spart keiner mit Applaus und dann ist der Elternabend aus. Nichts ist so erlahmend wie ein Elternabend. Da
Das Schönste am Kinderhaben ist abends in die Schule traben. Wenn ich mit Freizeit meine Zeit vergeude, zähl ich noch lange von der Freude und von der Hoffnung, die mir keiner nimmt. Der nächste Elternabend kommt bestimmt. Ich seh noch, wie mein Vater aussteigt aus dem 26 Ford-Zug mit der abgewetzten Aktenmappe und dem grauen Mantel, den er trug. Jeden Abend stand ich da am Bahnhof. Ich war gerade 9 oder 10 und ich war stolz, den staubigen Siedlungsweg lang neben ihm zu gehen. Und dann musste er mir jeden Abend die immer gleiche Geschichte erzählen, wie einmal alles mit uns werden würde, und da durfte kein Wort fehlen. Und immer vor der Haustür musste er sagen, eines Tages wirst du sehen, da werden wir beide hier vorfahren, in einem schneeweißen 51er Kapitän. Die Sitze sind aus rotem Leder und der Himmel ist wie ein Dom und der Lack glänzt in der Sonne und überall funkelt Chrom. Die Motorhaube nimmt kein Ende und die kühle Figur blitzt und du glaubst, du würdest schweben, wenn du hinterm Lenkrad sitzt. Ich hatte eine schwarze Trainingshose und mein Vater besaß ein paar Schuhe. Aber wenn er so erzählte, dann fehlte nicht mehr viel dazu. Und wenn ich meine Augen schloss, dann konnte ich uns wirklich sehen, meinen Vater und mich vor der Haustür in einem schneeweißen 51er Kapitän. Und wenn ich meine Augen schloss, dann konnte ich uns wirklich sehen, meinen Vater und mich vor der Haustür in einem schneeweißen 51er Kapitän. Nun, es kamen andere Zeiten, es ging voran und irgendwann kam mein Vater dann tatsächlich eines Abends mit einem Auto an. Es war ein steinalter Olympia, bei dem immer der Gaszug riss, bei dem nie die Heizung ausging. Im Grunde war das ein Totalbeschiss. Meinem Vater aber war er gut genug, es war genau seine Art, an sich selber immer rund zu knausen. An uns hat er nie gespart, mir jede Chance im Leben geben, mich einmal auf dem Treppchen zu sehen. Das war es, der totale Luxus, war sein schneeweißer 51er Kapitän. Mir jede Chance im Leben geben, mich einmal auf dem Treppchen zu sehen. Das war es, der totale Luxus, war sein schneeweißer 51er Kapitän. Er hat nie mehr davon gesprochen, doch ich weiß, er hat davon geträumt. Vielleicht war das so ein Symbol für eine Chance, die man versäumt. Heute würde ich ihm gern einen schenken, ich weiß sogar, wo einer steht. Rotes Leder, Weißwandreifen und sogar das Radio geht. Mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben,
Es hat nicht hingehauen diesmal, nicht einmal auf seiner letzten Fahrt. Da war es ein schwarzer Admiral. Aber wenn es einen Himmel geben sollte, dann werde ich ihn endlich sehen. Denn dann holt mein alter Herr mich ab in einem schneeweißen 51er Kapitän. Aber wenn es einen Himmel geben sollte, dann werde ich ihn endlich sehen. Denn dann holt mein alter Herr mich ab in einem schneeweißen 51er Kapitän. Sie waren voller Neugier, sie waren voller Leben, die Kinder, und sie waren 44 an der Zahl. Sie waren genau wie ihr, sie waren wie alle Kinder eben, im Haus in Isieux, hoch überm Rhonetal. Auf der Flucht vor den Deutschen zusammengetrieben, und hinter jedem Namen steht bitteres Leid. Alle sind ganz allein auf der Welt geblieben, aneinander gelehnt in dieser Mörderzeit. Im Jahr 44, der Zeit der fleißigen Schergen, der Spitzel und Häscher zur Menschenjagd bestellt. Hier wird sie keiner suchen, hier oben in den Bergen, die Kinder von Isieux, hier am Ende der Welt. Joseph, der kann malen Landschaften mit Pferden. Theodor, der den Hühnern und Kühen das Futter bringt. Lilian, die so schön schreibt, sie soll einmal Dichterin werden. Der kleine Raul, der den lieben langen Tag über singt. Und Eli, Sami, Max und Sarah, wie sie alle heißen. Jedes hat sein Talent, seine Gabe, seinen Part. Jedes ist ein Geschenk und keines wird man denen entreißen, die sie hüten und lieben, ein jedes auf seine Art. Doch es schwebt über jedem Spiel längst eine böse Ahnung, die Angst vor Entdeckung über jedem neuen Tag. Und hinter jedem Lachen klingt schon die dunkle Mahnung, dass jedes Auto, das kommt, das Verhängnis bringen mag. Am Morgen des Gründonnerstag sind sie gekommen, Soldaten in langen Mänteln und Männer in Zivil. Ein Sonnentag, sie haben alle mitgenommen, auf Lastwagen gestoßen und sie nannten kein Ziel. Manche fingen in ihrer Verzweiflung an zu singen, manche haben gebetet, wieder andere blieben stumm, manche haben geweint und alle gingen den gleichen Weg in ihr Martyrium. Die Chronik zeigt genau die Listen der Namen, die Nummer des Waggons und an welchem Zug er hing, die Nummer des Transports, mit dem sie ins Lager kamen. Die Chronik zeigt, dass keines den Mördern entging.
Gespräch. Wir sollen das in die Geschichte einreihen. Und es muss doch auch mal Schluss sein, endlich nach all den Jahren. Ich rede und ich singe und wenn es sein muss, werde ich schreien, damit unsere Kinder erfahren, wer sie waren. Der Älteste war 17, der Jüngste grad 4 Jahre. Von der Rampe in Birkenau in die Gaskammern geführt. Ich werd sie mein Leben lang sehen und bewahre ihren Namen in meiner Seele eingraviert. Sie waren voller Neugier, sie waren voller Leben. Kinder und sie waren 44 an der Zahl. Sie waren genau wie ihr, sie waren wie alle Kinder eben im Haus in Isieux, hoch überm Rhonetal. Manchmal, wenn ich die Geschehnisse in diesem Land beobachte, dann kann ich verstehen, dass die jungen Leute an den Menschen, an der Zukunft und vor allen Dingen an der Politik verzweifeln. Und manchmal sehe ich die Dinge, die sie in ihrer Verzweiflung tun, und dann wünschte ich, ich könnte irgendwas Tröstliches sagen, aber das sind Dinge, da fällt mir dann auch nichts Schlaues und leider nichts Kluges zu ein. Kati und Sandy aus der 10. Klasse im Schulzentrum in der Thälmannstraße. Kati hasst Deutsch und Sandy Mathematik und beide stehen auf Rave und Techno und jede Art von Musik. Die gleichen Haare, die gleiche Art, sich zu kleiden, die gleichen Löcher in den Jeans, immer zusammen die beiden. Zu Hause immer Zoff, zu Hause immer Krach. Und ihre Zuflucht ist vom Supermarkt, das Parkhaus da. Zwischen Fahrstuhl mit Containern und Einkaufswagen, manchmal kann man das Leben nur noch hier oben ertragen. Katis Mutter stresst den ganzen Tag für jede Kleinigkeit. Sandys Vater hängt im Sofa, schon am Mittag bei. Und dann kommen seine fiesen, ekligen Sprüche. Und Mutter hört die lustigen Musikanten in der Küche. Manchmal ist alles so sinnlos, hat alles keinen Zweck. Manchmal sehnen sich die beiden weit, weit weg. Weit, weit weg. Weit, weit weg. Weit, weit weg aus diesem Film, raus aus der Kulisse, dem Park, aus dem Gestank von Autos und Pilze. Dann lässt Sandy schon mal 2, 3 von den Fläschchen mitgehen, die im Supermarktkörbe weiß an der Kasse stehen. Die, die den lustigen Spaß im Glas verheißen, das reicht dann, um für ein paar Stunden auszureißen. Aus der Trostlosigkeit, aus dem Schrott, aus dem Schwund, in eine Welt wie im Werbefernsehen, so schön und so bunt. Kati und Sandy, Kati und Sandy, Kati und Sandy. Kati kriegt eine 5 in Deutsch und ein Heidentheater und Sandy voll den Stress mit ihrem Vater. Der grapscht sie an, der schlägt um sich im Zorn und Sandy klaut ihm seine Flasche mit dem Apfelkorn. Und die Volksmusik spielt und die Türen knallen und Sandys Schritte im Treppenhaus hallen, im kahlen Betonschacht noch lange nach. Und Kati wartet schon auf sie auf dem Parkhausdach.
vor dem Graffiti beim Fahrstuhlhaus zusammengesunken. Der Fröhlichmacher ist ausgetrunken. Die Flasche rollt und scheppert im Treppenhaus. Nein, es führt für sie kein Weg aus diesem Elend hier raus. Und da ist keiner, der versucht, sich einzuschalten. Da ist keiner, der versucht, sie aufzuhalten. Da ist auch kein Freund, der sagt, komm mit, scheißegal. Was Besseres als keinen Ausweg findest du allemal. Wir machen alles zusammen, haben sie sich geschworen, aneinander gekaut, den Walkman auf den Ohren. Und die Nähe und die Wärme der anderen tut gut auf dem zugigen Dach. Und die Musik macht Mut. Und sie halten sich wie Liebende bei den Händen. Nur noch einen Schritt und alles wird sich wenden. Zusammen vom sechsten Parkhausdeck fliegen die beiden weit, weit weg. Weit, weit weg. Kathy und Sandy, Kathy und Sandy, Kathy und Sandy.